Ein Fest von Bürgern für Bürger soll es werden, das Bürgerfest in Ballersdorf. Im vergangenen Herbst haben sich einige Geschäftsleute aus dem Ort ein Herz gefasst und beschlossen, es wird wieder Zeit. Wenn man vielleicht Lunte gerochen hat, weil die ersten zwei Bürgerfeste so schön waren und man wollte eigentlich, dass wieder sowas passiert und sich keiner vorgetan hat, und dann hat man gesagt, okay, irgendwie muss doch da ein paar Leute zusammengeben, die das wieder in Angriff nehmen. Es war immer der Gedanke da, dass man sowas wieder macht. Es hat bloß die richtige Truppe gefehlt dazu, und die hat sich mittlerweile mit uns 6 Personen zusammengefunden. Und wir sind recht glücklich, dass wir mit den Vorbereitungen so gut vorankommen sind und dass wir ein wunderbares Programm für 2 Tage am Marktplatz in Wallersdorf zum Feiern aufgestellt haben. Ein Bürgerfest birgt allerdings auch immer ein finanzielles Risiko. Einer der Hauptgründe, warum es 6 Jahre lang keines mehr in Wallersdorf gegeben hatte. Im Leben ist immer so, wenn man was unternimmt, hat man auch irgendwo ein Risiko. Und das Risiko sind lauter Unternehmer, da haben sie es gewohnt, auch ein gewisses Risiko einzugehen. Und darum sehe ich das nicht als Problem. Es ist immer ein Risiko dabei, aber es ist auch immer eine Chance dabei. Und unsere Chance besteht darin, dass wir ein schönes Wetter haben, dass wir viele zufriedene Gäste haben, dass wir ein schönes, rundes Fest haben. Und dann wird das ein Nullsummenspiel, und das ist unser Ziel. Was ich so fantastisch finde, die haben ja eine Menge Arbeit dadurch, und vor allen Dingen auch nur ein finanzielles Risiko. Wir unterstützen zwar das von Seiten des Marktes, aber trotzdem ist ein Restrisiko da und jede Menge Arbeit. Aber man spürt jetzt momentan auch im Dorf schon die Erwartungshaltung. Also alle freuen sich, und das ist ganz, ganz toll, dass die das machen. Und zum Drauffreuen gibt es einiges. Los geht's am Samstag in 1,5 Wochen mit der Partyband Notausstieg. Am Sonntag ist dann großer Familien- und Kindernachmittag, unter anderem mit einem Soccer Court und dem Spielmobil. Und ganz speziell für dieses Bürgerfest haben 2 Wallersdorfer Metzgereien auch eine Bürgerwurst kreiert. Ich meine, wir sind halt alle ein bisschen spitzfindig und haben uns alle überlegt, was könnten wir haben, was die anderen nicht haben. Was könnten wir haben, wo wir uns ein bisschen rausstellen können. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, dass wir irgendwas brauchen, was es halt speziell zu unserem Bürgerfest gibt. Und nachdem wir die 2 guten Metzgereien an der Hand haben, ist uns halt eingefallen, dass wir denen vielleicht den Auftrag geben, da sich Gedanken zu machen. Und es hat funktioniert. Richtig schön würzig und knackig soll sie sein, die Wallersdorfer Bürgerwurst, haben wir zumindest gehört. Das Einzige, was den 6 Unternehmen und dem gesamten Markt jetzt noch fehlt, das ist das richtige Wetter am 16. und 17. Juli. Und dafür ist natürlich der Schirmherr zuständig. Das Tolle an so Schirmherrschaften ist ja immer, wenn das Wetter toll ist, dann passt es. Aber wenn das Wetter schlecht ist, dann ist der Schirmherr schuld. Aber ich hoffe, dass das trotzdem hinhaut, und wie gesagt, da haben schon noch einige Vater unser fällig, dass das auch wirklich klappt. Weil mit dem Wetter steht und fällt natürlich auch das Ganze. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Und wenn es hinhaut, dann könnte es sehr bald auch eine Fortsetzung des Bürgerfestes geben. Und die Wallersdorfer müssten nicht erst wieder 6 Jahre warten.